die Podiumsdiskussion zum Thema naive Utopie oder realistisches Vorhaben, Tierwohl effizient und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen und der Nutztierhaltung Zukunft geben. Unter diesem Motto steht die heutige Podiumsdiskussion. Es diskutieren jetzt mit uns Praktiker und Landwirte aus dem In- und Ausland. Seid ihr aber unbesorgt, wir haben uns auf die deutsche Sprache geeinigt. Mehr oder minder kann jeder ganz gut Deutsch von den Herren. Ich möchte ausdrücklich vorher nochmal danken an alle Kunden für die großzügige Zusammenarbeit und den vorbildlichen Einsatz für die Milchviehhaltung, aber die wir heute auf der Bühne eben nicht begrüßen können. Und eben, wir mussten uns begrenzen auf ein paar wenige Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Wir starten jetzt die Podiumsdiskussion. Es läuft jetzt so ab, es werden die einzelnen Mitdiskutanten vorgestellt, kurz vor mir. Und weil ihr natürlich mit diesem Thema null bewandert bin, keine Ahnung von Viehwirtschaft und Milchwirtschaft habe, wird der Ralf Schreieck das Ganze dann im Rahmen eines Steckbriefs von jedem der nun Teilnehmenden dann entsprechend ergänzen. Wir haben hier zum Beispiel den Fritz Riesch, der kommt aus Heimatingen bei Stuttgart, wird als Aushängeschild für die Landwirtschaft betrachtet. Fritz, bitte, kommt auf die Bühne. Der Fritz bewirtschaftet einen Betrieb mit seiner Frau zusammen mit 100 Kühen, ist ein GLG-Spitzenbetrieb und für mich ein Vorbild für jede Milchviehhaltung. Der zweite, der heute viel zu Wort kommen wird, ist der Marc Wessen. Er ist Bauer und Tiermediziner aus Luxemburg. Der Marc Wessen ist ein gelernter Tierarzt, der dann seinen Betrieb von seinem Vater weitergeführt hat, leitet heute 360 Kühe auf höchstem Niveau und er kann immer nur lernen, wenn man ihn besucht. Wir begrüßen an der Diskussion den Thomas Wittege. Er kommt aus der Stadt Halver, aus dem bergischen Sauerland. Thomas Wittege gehört zu den 100 besten Züchtern weltweit, bewirtschaftet einen Betrieb mit seiner Frau zusammen mit 130 Milchkühe in einer durchschnittlichen Lebensleistung von 75.000 Kilo pro Kuh. Wir sind gespannt auf Thomas Ehrlicher. Er kommt aus Sonneberg in Südthüringen. Und er hat mit über 1800 Kühe, gehört er zu den 10 größten Milchviehhalter Deutschlands. Der Thomas heißt Volker. Und Volker Ehrlicher leitet eine Agrargenossenschaft mit 90 Angestellten. Und ein komisches Wort. Jetzt kommt ein weiterer Diskutant, der Sebastian Wiesmann aus Holland, Biobauer. Sebastian hat in Polen einen Betrieb aufgebaut mit 350 Milchkühen, behornt mit Heufütterung und Weidegang. Jetzt kommen wir nach Österreich, nach Mittersil. Wir begrüßen den Toni Hörbiger. Toni Hörbiger, ehemaliger Vorstand der Rinderzuchtverband Salzburger Land, Bauer mit 6 Viehkühen und einer eigenen Alm. So, und jetzt last but not least den Christoph Link. Er betreibt einen Biobetrieb in Oberreute im Landkreis Lindau. Der Link bewirtschaftet mit seiner Frau zusammen einen Biobetrieb mit 80 Kühen, ist auch noch nebenbei Vorsitzender vom Maschinenring und ein sehr aktiver und auch politisch sehr streitbarer Mensch. Ich möchte nur ganz kurz sagen, wie in der Kirche, kommt nach vorne, es tut euch niemand was. Und ich möchte die Gelegenheit noch kurz nutzen, mich im Namen von meiner Frau und mir für die letzten 50 Jahre zu bedanken, die wir für die Landwirtschaft arbeiten durften und freuen uns heute nochmal auf einen richtig schönen Tag mit euch zusammen. Weil ich immer weiß, dass es sehr sinnhaft ist, möchte ich auch nur ganz herzlich die Pressevertreter begrüßen. Die Pressevertreter von der Lendinger Zeitung, vom Bayerischen Landwirtschaftlichen Blatt, vom Bauernblatt in meiner Ausdrucksweise und vom Baden-Württembergischen Landwirtschaftsblatt, Bauernblatt. Sie nehmen mir nicht übel, wenn ich es falsch gesagt habe. Wir bitten und hoffen um eine gute Berichterstattung natürlich. So. Wirtschaftliche, effiziente und dem Tierwohl geschuldete gerecht werdende Milchviehhaltung hat Zukunft.
Jeder der Personen auf dem Podium steht für seinen eigenen Weg in die erfolgreiche Zukunft mit Melfi. Dies zu zeigen und herauszuarbeiten, ist Ziel unserer Podiumsdiskussion. Unser Wunsch ist es, dass Sie heute nach Hause gehen und mit der Überzeugung, Milchviehhaltung hat Zukunft, viele Wege stehen offen. Und unsere Überzeugung ist, wenn gutes Handwerk und Herzblut zusammenkommt, dann kann es auch gelingen. Wir starten jetzt direkt in die Podiumsdiskussion und ich eröffne diese mit einer Frage: Was ist für Sie eine wirtschaftliche Milchkuh? Wir haben zum Organisatorischen, ich schaue so in die Runden, ich kenne die Leute auch, es war gestern Abend und es wird jetzt einfach so sein, dass der ein oder andere zu dieser Frage eine Antwort gibt. Wir haben insgesamt 10 Fragen und zu der Frage, was eine wirtschaftliche Milchkuh ist, würde ich bitten, dass der Marc Wessen doch bitte mit seiner Ausführung beginnt. Hallo? Ja. Ich begrüße Sie auch. Eine wirtschaftliche Milchkuh, was ist es? Für mich ist es in erster Linie die Milch. Die Milch am Ende des Monats zahlt die Rechnungen, ist wichtig für die Liquidität, so ich verlange von einer Kuh viel Milch. Diese Milch soll die Kuh lange geben, je länger sie sie gibt, desto mehr verdünne ich die Aufzuchtkosten, die ja fix sind und dann muss die Kuh die Milch leicht geben, weil je leichter sie gibt, desto mehr Spaß macht es, desto weniger Zeit benötige ich für die Betreuung der Kuh und sie muss viel Milch geben, sie muss lange Milch geben, leichte Milch geben und was mir sehr wichtig ist, eine wirtschaftliche Milchkuh muss, wenn sie ausgewachsen ist, wenn sie nur 5 Jahre hat und ich die Entscheidung treffe, sie nicht mehr zu besamen, dann möchte ich gerne, dass sie ein ordentliches Schlachtgewicht hat, damit sie mir noch einen guten Schlachterlös bringt und ich so darüber die Wirtschaftlichkeit dieser Kuh extrem steigere. Vielen Dank. Vielleicht jetzt möchtest du es noch ergänzen? Ja. Ich sage auch gerne was zur Wirtschaftlichkeit. Aus meiner Sicht geht es vor allem auch um eine langfristige Betrachtung der Wirtschaftlichkeit. Also wir Bauern, wir wirtschaften schon immer in Generationen. Und heute sagt man, hat man das Wort Nachhaltigkeit dafür erfunden. Ich denke, das ist für uns schon immer eine Vokabel, die wir im Fleisch und Blut hin. Und so ist für mich auch die gesunde, langlebige Milchkuh, das ist die wirtschaftliche Milchkuh. Und ich habe festgestellt, dass bei mir im Betrieb oft die durchschnittliche Jungkuh ganz am Schluss die Kuh ist, die für mich wirklich wirtschaftlich war. Und da muss man einfach auch sehen, aus meiner Sicht ist die Wirtschaftlichkeit bei der Milchviehhaltung auch einfach was, wo sich einstellt, wenn man auf seine Kühe hört, wenn man die einfachen Dinge richtig macht. Und da am Ball bleibt, dann ist eigentlich das, dass der wirtschaftliche Erfolg sich einstellt, eine zwingende Konsequenz, wenn man sein Handwerk richtig erledigt. Okay, und vielleicht noch einen weiteren Eindruck, Sebastian, was ist eine wirtschaftliche Milchkuh? Für mich ist eine wirtschaftliche Milchkuh eine Dauerleistungskuh, ein Kuh, der aus viel Grundfutter gesund bleibt und gute Milch gibt. Der Remontierungsgrad aufweicht von 10-15% und der draußen mit die Weide zurechtkommt. Also wir machen viel Weidebetrieb und haben über 5000 Liter aus Grundfutter. Alles klar. Die Diskussion, falls man mitdiskutieren will, machen wir am liebsten am Anschluss der Podiumsdiskussion. Deswegen gehen über die zweite Frage. Wie wichtig sind feste Arbeitsabläufe und wie werden neue Mitarbeiter dahingehend geschult? Christoph, vielleicht fängst du mit deiner Ausführung an. Ja, feste Arbeitsabläufe. Wir wissen, die Kuh lebt mit uns in unserem Stall. Und wir geben hier eigentlich ein System vor. Das System muss sie täglich erleben. Die Kuh kommt von der Steppe,
Da hat sie jeden Tag das Gleiche gehabt und das müssen wir heute bieten. Deshalb immer gleiche Arbeitsabläufe. Einmal in der Woche wird eingestreut und jetzt kommt's, wir sind Familienbetrieb, wenn was dazwischen kommt, Schneeräumen, Schneesturm, kommt vom Berg, na gut, dann musst du halt einen Tag später einstreuen, aber die Arbeitsabläufe müssen immer gleich ablaufen. Du musst dein System aufrechterhalten, damit du immer weißt, ich habe hier einen Fehler drin und die Kuh läuft. Somit läuft mein System. Danke. Von einem Großbetrieb sind Arbeitsabläufe ganz besonders wichtig, Thomas Ehrlich. Nein, Volker Ehrlicher, bitteschön. Ja, die Arbeitsabläufe sind für uns in den Großbetrieben essentiell. Und zwar bei uns melden wir 1150 Kühe, sondern allein da sieht man, dass wir verschiedene Arbeiter, Mitarbeiter dort beschäftigt sind. Wir haben ein 40er Melkkarussell in 3 Schichten und jeder Mitarbeiter muss seine Arbeit, seinen Job so machen, wie wir es vorgeben. Das ist die eine Seite der Milchgewinnung, die zweite Seite ist die Fütterung. Wir haben 3 Fütterer, auch in jeder Schicht, und dort muss die Fütterung, Qualität, die Futterzusammenstellung, das Mischen, muss alles genau nach unseren Vorgaben gemacht werden. Und dasselbe ist auch bei den Kälbern. Also es ist ganz wichtig, dass die Arbeitsabläufe normiert sind, dass die Mitarbeiter das immer wieder einhalten und dass die Viecher, Kühe das auch merken. Man merkt es ganz deutlich, heute haben wir eine Zeitumstellung gehabt. Die Stunde vor ist nicht so schlimm, aber im Oktober, wenn die Stunde zurückgedreht wird, da stehen die Kühe früh um 5 nach alter Zeit schon eine Stunde eher am Gatter, obwohl gemolken werden. Dann sieht man, dass wir als Menschen eigentlich den Viechern auch in der Zeitumstellung große Probleme bereiten. Und bei der Schulung ist es ganz wichtig, neue Mitarbeiter müssen immer wieder geschult werden, die Alten müssen die an die Hand nehmen und dann weiterführen. Danke, feste Arbeitsabläufe und die Schulung neuer Mitarbeiter. Marc Essen, noch einmal Eindruck? Ja, ich glaube, hier wurde fast alles gesagt. Wir arbeiten bei uns. Also wichtig ist, dass die Arbeiten alle klar verteilt sind. Wenn jeder meint, irgendeiner macht das, dann macht es nachher keiner. Das heißt, die Verantwortlichkeiten müssen fest geregelt sein. Ein fester Wochenplan ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach um Strukturen im Ganzen zu haben. Und was mir wichtig ist, einfach als Betriebsleiter, ich habe 3 Mitarbeiter, jeden Tag mit denen kurz zu sprechen, zu gucken, wie sind die Boxen, wie sieht es bei den Kälbern aus. Und wenn mir was nicht auffällt, ist es meine Aufgabe, sie darauf aufmerksam zu machen, ihnen zu erklären, was anders sein muss. Und ich versuche Mitarbeitern immer zu sagen, wenn sie was sehen, was nicht richtig ist, wo sie dafür verantwortlich sind, ist das ihr Problem. Bis zu dem Augenblick, wo sie mir es sagen, ab dem Augenblick ist es mein Problem. Das heißt, sie müssen keine Angst haben, mir zu sagen, wenn sie irgendwo Probleme sehen oder ob das eine lahme Kuh ist oder ein krankes Kalb ist. Wenn sie für mich die Augen mit aufmachen, dann sind sie für mich viel, viel wertvoller, als wenn sie einfach nur Mitarbeiter, die starr ihr Protokoll haben. Ich will, dass sie mitdenken und mitgucken und dann werden sie mit der Zeit immer wertvoller für mich. Ich glaube, dass diese Frage insgesamt über feste Arbeitsabläufe und Schulung der Mitarbeiter eigentlich branchenunabhängig ist, weil das überall in jedem Betrieb eigentlich gleich so gehandhabt wird und so diskutiert wird. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Welche Rolle spielt die Zucht der Herde und auf was legen Sie besonderen Wert? Jetzt, Thomas, deine Eindrücke dazu. Ja, die Rinderzucht spielt auf unserem Betrieb eine sehr große Rolle. Denn ich kann Ihnen sagen, dass wir haben halt 130 Milchkühe und ein Viertel ist in einem schlechten Milchpreisjahr, ein Drittel meines Einkommens erziele ich aus Zuchttierverkäufen. Und von daher habe ich dieser Rinderzucht schon einen sehr hohen Stellenwert eingeräumt. Ich kann Ihnen nebenher auch sagen, die Rinderzucht ist mein Hobby und mein Leben auch immer gewesen. Ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen darüber und bin darüber auch sehr glücklich. Wie gestalten wir das in der Praxis? Also ich nehme jede Anpaarung einer Kuh individuell vor. Wir anpaaren sehr exterieur betont an, denn wenn die Fundamente einer Kuh gut sind, ein gut melkbares Euter ist, dann kommt die Leistung eigentlich von alleine. Also eine Kuh muss gut laufen können, dass sie genügend Futter aufnimmt.
dann ist das in Sachen Lebensleistung schon ein Selbstläufer nahezu. Und ich könnte jede Menge über Rinderzucht absetzen, merkt schon, ich schweife schon ein bisschen aus. Auf jeden Fall, man kann, oder das möchte ich den jüngeren Menschen vielleicht noch mit auf den Weg geben. Als ich im Alter von 15 Jahren war, da hätte ich niemals, wäre es niemals möglich gewesen, sich vorzustellen, mal ganz oben mitzuspielen. Ich vergleiche das immer mit dem Fußball. Das war so, dass wir mal eine Bundesliga-Kuh oder den besten Bullen Deutschland gezüchtet hätten. Das war damals so wahrscheinlich, als wenn der FC St. Pauli deutscher Fußballmeister wird. Und ich will nur den jungen Menschen Mut machen. Man kann es, wenn man ein Ziel vor Augen hat, man kann es erreichen. Braucht man immer etwas Geduld. Aber es geht immer weiter und man kann Ziele schaffen. Thomas, danke für die umfassende Auskunft. Sebastian, welche Rolle spielt die Zucht der Herde für dich? Ja, bei uns, wir züchten ja auf Lebensleistung, genau wie er, und haben Braunvieh und Mink und Schwarzbund, aber getrennt. Und also ich glaube, eine Dauerleistungskuh, immer wieder das gleiche Thema, funktionelles Exterieur. Das heißt, die züchten auf einzelne Merkmale. Und die Bullen, die wir einsetzen, sie haben mindestens die erste direkte drei weibliche Vorfahren. Also Mutter, Mutter von der Mutter, Mutter von der Vater, 150.000 Lebensleistung. Meistens liegen sie da bei 300 bis 350.000 Lebensleistung. Danke. Jetzt kommt Dr. Toni Hörbiger, der auch zu dieser Frage nach der Rolle der Zucht der Herde eine Antwort gibt. Ja. Also ich komme aus Österreich, aus dem Bundesland Salzburg, war dort eine Zeit lang Vorsitzender des Rinderzuchtverbandes. Wir hatten den größten, wir haben den größten Milchkuhmarkt frischlaktierender Kühe in Österreich. So, es werden jährlich 4000 frischmelkende Tiere verkauft und natürlich hat dann die Rinderzucht einen ganz großen Stellenwert und erhöht natürlich die Wertschöpfung für jeden Betrieb, der hier eben die Chance wahrnimmt und dort Kühe verkauft. Fleckvieh, ich bin Fleckviehzüchter, wir haben im Bundesland Salzburg 75% Fleckvieh, der Rest ist Pinzgau und Holstein. Und ich denke, dass Fleckvieh auch noch den ganz besonderen Vorteil hat, dass wir eben die Bullenkälber auch sehr, sehr gut über unsere eigene Vermarktung, die der Rinderzuchtverband Salzburg aufgebaut hat, wo wir vor einigen Jahren einen ganz tollen Sortierstall und Handelsstall gebaut haben. Ich denke, das ist ein weiteres wichtiges Merkmal für unsere Bauern, um in unserer Region Fleckvieh zu züchten und zu vermarkten. Danke, Toni. Wir gehen weiter mit der nächsten Frage. Und bei dieser Frage, wir haben uns gestern ja getroffen und etwas vorbereitet. Da könnte man stundenlang diskutieren, was bedeutet für Sie Tiergesundheit? Fritz, beginn du doch mal. Ja, Tiergesundheit ist für mich im Grunde genommen die Basis von allem. Ob groß oder kleiner Betrieb, ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn die Tiere gesund sind, dann machen sie uns Freude, wenn man durch den Stall geht und sieht, dass sie präsent sind, dass sie aufmerksam sind, dann ist man selber auch zufrieden, dann ist man selber auch gesund, wenn die Tiere, wenn man eins krank ist, leider mal blickt, ich glaube, das verbindet uns einfach mit den Tieren. Es ist zwangsläufig so, ob Mensch oder Tier, man ist mal krank, das lässt sich nicht vermeiden. Aber das gehört auch dazu, umso schöner ist, wenn man sie mit Aufwand, klar, wenn man bei den Tieren bleibt, wieder gesund machen kann, wenn sie dabei bleiben. Und auch da, ich habe es vorher auch schon gesagt, aus meiner Sicht sind es die einfachen Dinge. Man kann auf die Kühe horchen, man sieht es, man guckt ihnen zu, man sieht, wo geht es ihnen schlecht. Und wenn man dann die Basis gut macht, wenn man sauber füttert, wenn man sie gut hält, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine gesunde Herde hat, einfach größer. Und das ist kein Hexenwerk, das ist eher Handwerk und Herzblut. Und dann passt es. Und das ist die Basis.
Was bedeutet Tiergesundheit für den Christoph? Ja, genau, ich haue eigentlich genau in die gleiche Kerbe rein. Tiergesundheit ist eigentlich aus meiner Sicht eigentlich der Antrieb in meinem ganzen Betrieb. Sind die Kühe gesund, ist mein Konto gesund. Egal was der Preis macht, da geht man auf, man runter bei der Milch, aber wenn die Kühe gesund sind, läuft dein Laden. Du bist entspannt, du gehst in den Stall, es macht dir Freude und eigentlich ist die Tiergesundheit der Hauptkern des ganzen Betriebes. Alles dreht sich darum, dass deine Tiere gesund sind. Geht bei der Fütterung los, bei der Ernte, die Arbeitsplanung, haben wir vorher auch schon angesprochen, es geht nur darum, du musst alles machen, damit deine Tiere gesund sind. Und wenn sie gesund sind, dann bist du und dein Betrieb genauso gesund und deine Familie auch. Alles klar, danke, klare Aussage. Abschließende Antwort auf die Frage nach der Tiergesundheit von einem Experten, Marc, bitteschön. Ja, also hier wurde alles gesagt, Fritz und Christoph hat das, wenn die Tiere gesund sind, macht der Beruf einfach mehr Spaß. Das, glaube ich, fühlen wir alle so. Was man vielleicht noch dazu fügen kann, Tiergesundheit ist ein sehr, sehr, sehr guter Indikator für Systemfehler und so betrachte ich ihn auch. Das heißt, meistens treten ja Probleme nicht einzeln auf, sondern nehmen wir das Beispiel mit den Nachgeburten, ganz oft kommen dann plötzlich mehrere Kühe, dass die mit der Nachgeburt stehen bleiben. Also wenn ich das sehe, weiß ich in meinem System, ist irgendwas nicht richtig. Als Beispiel, bei uns passiert das öfters mal im Sommer, wir füttern die Trockensteher alle 2 Tage und dann im Sommer bei feuchtwarmem Wetter wird das Futter schneller warm, schimmelig und die Mykotoxine, die finden ihren Weg und belasten die Leber und die Nachgeburten bleiben stehen. So, wenn Gesundheitsprobleme auftreten und unser System ist ja nicht starr, sondern sehr dynamisch, wir haben ständig Futterwechsel und alles, dann ist die Tiergesundheit ein sehr, sehr, sehr guter Indikator, um zu wissen, halt, ich muss reagieren irgendwo und dann brauche ich die Leute um mich herum, Experten, mein Tierarzt, mein Futterberater, die Leute, denen ich vertraue, um dann dieses Problem aufzudecken, um möglichst schnell das Problem abzuschalten. Ja, die nächste Frage geht eigentlich in den ähnlichen Bereich Tiergesundheit und wie steuern Sie Ihre Fütterung? Einer hat mir erzählt, er schaut zuerst, was hinten rauskommt, bevor er füttert. Da gibt es jetzt auch Diskussionsbedarf, den wir vielleicht einleiten mit dem Sebastian. Ja, wir haben ein bisschen eine spezielle Situation. Wir haben ja einen Lebewesenbetrieb mit 2000 Hektar und haben in unserer Fruchtfolge 600 Hektar Kleegras und Luzernegras. Und aus dieses Gras machen wir Heu. Wir haben große Heutrocknungshallen. Und wir haben das, was wir haben. Das müssen wir so gut wie möglich reinbekommen. Und wir haben dann eine Durchschnittsleistung von 7000 Liter. Wir haben auch Kühe dabei mit über 10. Die sind halt ein bisschen älter, so ab 8,5 Jahren fangen wir an, Richtung 8, 9, 10.000 Liter zu gehen. Mit 10% Remontierung. Und ich denke mal, wir versuchen in Kreisläufe zu denken. Also es ist viel zu teuer, Futter einzukaufen. Haben noch unsere eigenen Lupinen und Ackerbohnen und Hafer. Und wir futtern maximal 500 Kilo Getreide. Und wir haben 20 Hektar mit Futterrüben. Also ein sehr klassisches Modell. Und unter 25 Grad gehen die Tiere im Sommer auf die Weide, Tag und Nacht. Und wenn es über 25 Grad wird, täglich am Tag, stehen die am Tag im Stall und kriegen Frischfutter. Also wir haben ein sehr klassisches und einfaches Futterprogramm. Alles klar, Dankeschön. Christoph, deine Aussage zur Fütterung? Es kommt wieder mein Lieblingssatz. Die Kuh kommt von der Steppe, sie frisst jeden Tag das Gleiche und das legen wir ihr auch vor. Die meiste Milch, ein bisschen aus der Geschichte, die meiste Grundfuttermilch habe ich mit dem Verteilwagen gemacht. Hinfüttern, also immer hinfüttern. Dann kam der Mischwagen, dann haben wir Struktur und Faser mit Leitracht in die Ration und inzwischen haben wir einen Fütterungsroboter. Unsere Fütterung ist eigentlich relativ einfach. Gras, 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 möglichst viel Grundfutter. Und dann mit Energiefutter, das ist jetzt dann klar biogetrieben, wir kaufen unser Mischfutter auch zu oder direkt vom Bauern Schrot. Die Energie, weil wir absolut 100% Grünland haben,
wo sie halt mal Energie dazu mischen und das dann reine Gefühlssache übertrieben gesagt. Ich schaue mir die Kuh an, ich nehme einen Sieb, Kot waschen und dann schaue ich einfach, wie ich sie frisst und ich schaue, dass sie frisst. Unsere allerwichtigste Aufgabe ist, welche Kuh frisst nicht. Und das ist dann die Kuh, um die wir uns kümmern, die uns Stress macht wegen der Tiergesundheit. Also tatsächlich nur Gras, so viel wie geht, und beim Kraftfutter gleichen wir halt aus. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine Rationsberechnung gemacht. Unsere Kühe, ja, als Biobetrieb, ich muss es sagen, wir sind über 9000 Liter. Und wir machen nichts außer Gras. Danke, Christoph. Klare Aussage. Jetzt gibt es dazu Ergänzung. Ja, ich komme jetzt aus der Ackerbauregion und trotzdem ist auch da so das Gefühl, das man, wenn man lange Jahre im Milchviehstall betreut, ist einfach sehr wichtig. Das, was hinterher rauskommt, über das kann man stundenlang philosophieren. Ich meine, ich kann meiner Frau da Vorträge halten, wie schön der Misthaufen von der Kohls aussieht. Aber das lassen wir jetzt mal. Letzten Endes, wir machen das Gleiche auch mit einem gewissen Maisanteil in der Ration. Aber auch da ist so, natürlich, man kann eine Ration analysieren, man kann sie rechnen, man weiß nicht, was die Kuh jetzt gefressen hat. Am Schluss ist es wichtig, wie die Kuh das verdaut, was sie draus Milch gibt. Und dann kommt wieder das Gefühl vom Milchviehhalter ins Spiel, denke ich. Und wenn man das mal im Gespür hat, für mich war es interessant, ich habe bei Fütterung eingestellt nach dem schwierigen Jahr, letztes Jahr, wo viel trockenes Material im Silo liegt, dann hat man es mal dann auch rechnen lassen. Und weiter neben waren wir nicht. Also auch hier ist es wieder so, die einfache Dinge ist, sich selber auch was zutrauen, das zu spüren und das zu machen, in die Hand zu nehmen, zu gucken, dann passt es zu Grünland oder auf Ackerbau. Alles klar, danke. Und noch abschließende Frage zur Fütterung oder Beantwortung, Marc. Ja, ich analysiere relativ wenig und rechne auch relativ wenig. Ich lege sehr viel Wert darauf, morgens und abends durch den Stall zu gehen und mir wirklich den Kot der Kühe anzuschauen, die Kühe anzuschauen und dann zusammen mit der Milchanalyse, der Milchkontrolle daraufhin zu entscheiden, was verändere ich an meiner Fütterung oder lasse ich es weiterlaufen. Das heißt, wenn der Pansen ist das wichtigste Organ für die Gesundheit der Kuh, ist meine persönliche Überzeugung. Das heißt, die Fütterung muss auf Pansengesundheit ausgerichtet sein. Und jetzt gegenüber das, was Christoph gesagt hat, mit Gras, das stimmt. Nur wenn wir in den Hochleistungsbereich gehen, gehen wir hin und wir tauschen Gras mit Stärke aus. Und irgendwann, das Gefühl muss man entwickeln. Man kann das problemlos machen, die Kuh bleibt gesund dabei, sie gibt auch mehr Milch. Meiner Meinung nach ist da gar nichts dagegen einzuwenden. Aber ab einem gewissen Punkt vertreibe ich die Hochfaserbakterien aus dem Pansen raus, die Stärkebakterien nehmen Überhand, es kommt zu Versäuerungen, es kommt zu Vergiftungen und alles, was dahinter kommt. Die Tiergesundheit geht runter. Und den Fehler sieht man einfach viel zu oft auf den Betrieben, dass es kommt zwar vielleicht noch etwas mehr Milch, aber auf Kosten der Tiergesundheit. Und das darf nicht sein, weil dann ist es einfach kurzfristig gedacht, dann hast du vielleicht viele Liter im Tank, aber die Langlebigkeit ist dann absolut nicht gegeben. Und das Gefühl musst du entwickeln, einfach indem du täglich mit deinen Tieren zusammen bist, dann merkst du, ich muss ein bisschen Mais rausnehmen, ein bisschen Hügelschüssel reintun, ein bisschen Stroh, spielen damit. Ja, aber das ist meiner Meinung nach wirklich dann das Handwerk des Fütterns. Ja, danke schön. Wir verlassen jetzt den Bereich des Tierwohls und der Fütterung und gehen jetzt eher auf das Betriebswirtschaftliche über. Welche Punkte sehen Sie betriebswirtschaftlich am wichtigsten, Sebastian? Ja, also für mich ist das Wichtigste die Produktionskosten pro Liter Milch. Also man kann ja noch so viel melken, aber wenn die Kosten dann unendlich steigen, dann hat man natürlich auch nichts gewonnen. Also und die Arbeitswirtschaftlichkeit. Also einen guten Stall, gute Mitarbeiter, nicht zu viele Maschinen und gesunde Kühe. Also Wirtschaftlichkeit entsteht dort, wo das stimmt, wo das zusammenkommt. Danke. Toni, Antwort auf zur Frage der Betriebswirtschaftlichkeit? Ja.
Es ist nicht entscheidend, wie viel die Kuh Milch gibt, sondern was im Geldtaschen überbleibt, denke ich. Alles klar, klare Aussage. Und jetzt der Volker, ehrlicher, jetzt sind wir so kalt. Für Betriebswirtschaft ist wichtig, dass die Kuh gesund ist. Nicht unbedingt die Milchleistung wie Tier, sondern die Lebensleistung. Denn die Kühe haben ja Fixkosten, bis einmal eine Kuh werden. Das muss ja auch wieder hereinkommen. Und wichtig ist vor allen Dingen auch, das hat schon meine Vorredner gesagt, die Stückkosten pro Kilogramm Milch. Und bei uns kommen ja noch diese Probleme dazu, dass wir auf Lohnarbeitskräfte angewiesen sind. Und dort spielt auch wirklich die lebendige Arbeit, also sprich die Lohnarbeit, eine entscheidende Rolle. Und dort kann man ansetzen, aber mit Fingerspitzengefühl, um eben auch die Leute zu motivieren, um die Leute weiter an der Stange zu halten, damit sie die Arbeit so machen, wie wir es auch verlangen. Das haben wir ja vorhin auch schon mit diesen Betriebsangaben und Betriebsvorgaben gehabt. Alles klar, danke. Wir sind immer noch bei der Wirtschaftlichkeit. Was würden Sie heute einem jungen Betriebsleiter raten, wenn er investieren möchte? Welche Punkte sind dabei wichtig und welche überbewertet? Thomas, die Frage geht an dich. Ja, ich möchte das mal aus Sicht eines Familienbetriebes dann meine Empfehlung weitergeben. Ich denke, bevor man jetzt eine große Investition macht, sollte man erstmal schauen, was man selber zu Hause hat und das erstmal optimieren. Also, dass die Kuhhaltung verbessert wird, der Tierkomfort. Und erstmal das Maximum herausholen aus den vorhandenen Kapazitäten. Ruhig mal über den Tellerrand schauen, nach erfolgreichen Betrieben hinfahren, dort analysieren, warum sind die besser, was machen die genau anders als wir. Und danach den Wachstumsschritt planen. Ich denke, Größe, das ist nicht alles, also man die reine Tierzahl steigern, das wird nicht zum Erfolg führen, aber auf die Einheit bezogen, ja, das Optimum raus und das führt auch zu mehr Gewinn im Portemonnaie. Und ich denke, aus arbeitswirtschaftlicher Sicht, das ist vielleicht auch unser größtes Problem, was wir aktuell haben in den Familienbetrieben. Da muss es schon vorab abwägen, wie viele Personen brauche ich, um diese Mehrtierzahl nach dem Neubau des Roosters das auch zu bewältigen können. Also ich kenne viele, die haben sich da noch ganz schön reingeritten, die werden überhaupt nicht mehr fertig. Und ich denke, das kann das Ziel auch nicht sein. Also man muss immer sehen, dass man genug Leute für die Arbeit hat und dann kann man auch Investitionen tätigen. Alles klar, danke. Fritz, welche Ratschläge gibst du einem jungen Betriebsleiter? Ja, der Thomas hat einen Blick drauf gelenkt, auch mit Bedacht an Investitionen heranzugehen. Das ist richtig, das unterstütze ich. Natürlich muss es zuerst Produktion im Griff sein, aber bei mir war es jetzt so im Rückblick bei unserer Familie. Wir haben uns aus dem Anbindestall raus in den Laufstall entwickelt, waren da vorsichtig. Im Nachhinein kann man immer leicht schwätzen, aber im Nachhinein war es so, dass wir uns jetzt vielleicht auch mehr trauen hätten können. Die Baukosten sind nicht immer nur das, klar, man guckt an die große Summe hin. Heute ist man auf einem anderen Niveau, wie vielleicht vor 10 Jahren wir bauten. Aber die Bausumme ist nicht alles, es muss auch funktionieren. Teuer ist nicht gleich gut, es muss gut sein, es muss funktionieren. Und dann kann man sich schon auch mal, wenn man die Produktion im Griff hat, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr trauen, wie man sich am Anfang vorstellen kann. Das ist ein bisschen mehr. Es ist rückwärts gerichtet, immer einfacher wie vorwärts gerichtet, aber so ist es mir gar nicht. Okay. Marc, du bist ja ein junger Betriebsleiter, was rätst du den Kollegen? Ja, sich möglichst gut im Klaren sein, bevor man anfängt zu investieren, was man will. Ich meine, Schlüsseldinger sind ja die Gülletechnik, die Melktechnik, die Stalleinrichtung. Da würde ich mir schon, ja, bevor ich anfangen will, mir schon ganz in Ruhe dieses Thema angucken, wie es gibt und mir dann die Leute aussuchen, die mich dann beraten. Ich würde mich nicht von egal wem beraten lassen, sondern mir vorher die Leute sehr gut aussuchen, die mich beraten. Ein anderer Faktor ist die Finanzierung. Also da habe ich viel lernen müssen. Wir haben den ersten Start gebaut, das war 2012, das heißt, da war die Quote noch von 150 auf 250 Kühe.
dann musst du die Finanzierung mitplanen, bis wirklich dann auch der Stand voll ist. Weil sonst kann es dir passieren, dass du in ganz große Liquiditätsprobleme kommst. Und also der Banker, das ist für mich nicht nach dem niedrigsten Zinssatz gucken und nicht nach dem billigsten Produkt gucken, sondern wirklich Qualität und die Zusammenarbeit in diesem ganzen Projekt, weil das dauert ein paar Jahre, macht viel, viel Stress, da gehen so viele Stunden drauf und sich ganz gut die Leute aussuchen, mit denen man das durchziehen will. Das ist ganz wichtig. Dankeschön. Einige Discounter und Molkereien bringen inzwischen auf ihren Produkten sogenannte Tierwohl. Entschuldigung, ich bin gerade zu schnell. Wir gehen nochmal einmal zurück, was man einem jungen Betriebsleiter rät. Sebastian, deine Antwort. Ja, also ich kann das nur ergänzen, was du sagst. Ich würde die jungen Leute raten, nicht zu viel auf die Politik und nicht zu viel auf die Berater zu hören, aber eher auf das zu hören, was eigentlich auch passt. Also das System, ob es jetzt bio ist oder Konzern, das ist egal. Der Kuh, der zu einem passt, in Tierwohl investieren. Ich glaube, das ist Nummer eins. Divers aufstellen, das Unternehmen, das heißt, möglichst Ackerbau und Milchvieh, dass wenn es mal schwere Zeiten gibt, dass man auch durch die schweren Zeiten durchkommt. Ja, und das, was da ist, was vorhanden ist, auch wirklich nutzen. Und nicht zu viel in die Maschinen investieren, und das bin ich da immer sehr vorsichtig, aber immer dort gucken, wo verdiene ich mein Geld. Verdiene ich das im Stall oder im Acker oder wenn ich die Bühne rausfahre oder ein Lohnunternehmer, was wäre besser? Ja, und einfach in ein ruhiges Tempo investieren. Ne? Alles klar, danke. Jetzt sind wir nochmal, jetzt kommen wir zu diesem Thema, diesen Tierwohl-Labels. Und da bin ich sehr gespannt auf die Antwort dieser Befragung, weil mir das als Branchenfremde gar nicht bewusst war, dass es so Anbringungen auf solche Produkte entsprechend gibt. Und hier stellt sich die Frage nach dem, was man davon hält. Und wir haben uns überlegt, der Ralf Schreiber sitzt auch da. Es wäre eine Möglichkeit, dass er eine Antwort auf diese Frage gibt. Ich empfinde es sehr falsch, dass ein Discounter heute euch sagen darf, was ihr an Qualität abzuliefern habt, an Vorgaben einzuhalten habt, um danach einen Cent mehr für den Liter Milch zu bekommen. Das ist alles sehr kurzzeitig. Das wandelt sich meistens innerhalb von einem halben Jahr in die genau gegen die Richtung. Das heißt dann, der das Label nicht erfüllt, bekommt weniger und der es erfüllt, bekommt das, was er sowieso bekommen würde. Daher wäre mir eine Herzensangelegenheit, dass ihr Landwirte euch als Netzwerker zusammentut und sagt, was ist eure Vorstellung von Label und sagt zu den Verbrauchern draußen, wir sind die, die das Ganze machen wird. Wir sind die, die täglich die Tiere betreuen und wir wissen, was sie für eine Vorgabe benötigen, um gute Lebensmittel zu erzeugen. Nicht ein Discounter, der macht es rein aus Marketing und das finde ich sehr, sehr traurig. Alles klar. Dankeschön. Genau, also ich glaube, er schlägt in dieselbe Kerbe, aber wir wollen einen österreichischen Einblick zu dieser Frage, was du davon hältst, wenn man jetzt diese Produkte mit entsprechenden Aufklebern nach dem Tierwohl markiert. Ich finde es total unfair von den Handelsketten, dass sie die Molkereien unter Druck setzen, dass die Bauern das Tierwohl erhöhen müssen. Also das finde ich, auf Deutsch gesagt, eine Schweinerei, weil man durch diese Vorgaben, diese Handelsketten machen, die Bauern extrem entzweit, weil man nicht jeden Bauern über einen Kamm scheren kann. Man kann in einer Ortschaft keinen Laufstall erweitern oder keinen Auslauf haben. Die Handelsketten verlangen von der Molkerei, zumindest in Österreich, dass die Kühe Auslauf brauchen, dass sie Weidegang brauchen, dass sie das haben müssen, das haben müssen. Alles auf Kosten der Landwirtschaft, der Bauern. Das drückt dann erstens einmal aufs Gemüt, weil viele Betriebe das nicht machen können. Und zweitens aufs Geldbörsel, weil man ja eben wieder investieren muss, um diesem Standard gerecht
zu werden. Und das finde ich einfach nicht gerecht. Die Handelsketten sollen unsere Produkte verkaufen, denn wir produzieren gute Produkte. Jeder bemüht sich, glaube ich, der hier in dieser Halle ist, um ein ordentliches Produkt zu erzeugen. Was die Tiergesundheit und das Tierwohl ist, das soll sie diesen Leuten überlassen, die was verstehen davon. Dankeschön. Sehr schön. Jetzt kommen wir auch zu einer interessanten Frage, die wir gestern notiert haben und diskutiert haben. Dabei geht es um das Thema Work-Life-Balance, was ja heutzutage sehr viel diskutiert wird. Und das fand ich ja gestern in unserem Treffen sehr interessant, weil der Toni Hörbig gesagt hat, was soll das bedeuten? Wir kennen das gar nicht. Und für all diejenigen, die vielleicht sich da mit diesem Begriff Work-Life-Balance schwer tun, man nehme seine ganze Zeit, die man zur Verfügung hat, zieht das Schlafen ab, hat den Rest des Tages übrig und überlegt sich, wie viel gebe ich davon in Arbeit, wie viel dieser Zeit möchte ich mit Freizeit verbringen. Und das ist diese Balance, die ja gerade in vielen Unternehmen enorm viel diskutiert wird. Wie gehen Sie damit auf Ihren Betrieb um? Diese Frage stellt sich uns und der Marc liefert uns die erste Antwort. Eine Antwort kann ich dazu nicht liefern. Ich kann nur sagen, dass das ein Thema ist, was man, glaube ich, diskutieren muss. Das gehört dazu. Das ist ein Thema, wo ich finde, das muss man mit seinem Partner, mit seiner Familie diskutieren und man muss sich die Frage stellen, wo bin ich und wo will ich hin? Und das ist ja für jeden was komplett anderes. Da kommen dann Themen wie die freie Wochenenden, Sommerurlaub, auch eine Trennung zwischen Arbeitstag und Feierabend, Qualitätszeit mit den Kindern verbringen. Ich glaube, das muss man diskutieren in der Familie und dann daran arbeiten, dass man dann das auch erreicht. Was halt zu dem Thema dazugehört, bei mir zum Beispiel, das funktioniert gut, wenn ich gute Mitarbeiter habe. Wenn ich gute Mitarbeiter habe, auf die ich mich verlassen kann, dann kann ich problemlos auch mal einen Tag oder zwei oder eine Woche weg sein. Aber gute Mitarbeiter musst du halten. Das heißt, damit die bleiben, brauchen die auch eine gute Work-Life-Balance. Und das ist wir haben vier polnische Mitarbeiter. Das heißt, ich muss ja auch gucken, dass die ihr Leben zu Hause so organisieren können, dass die zufrieden sind. Ich habe zwei, die sind 15 Jahre bei mir, der andere ist 3 Jahre und der andere ist 1 Jahr jetzt da. Und wenn ich die lange behalten will, dann muss ich mir auch Gedanken machen, dass die zufrieden sind und dass denen ihre familiäre Situation so ist, dass die nicht nach 2, 3 Jahren wieder abziehen und ich muss wieder bei dem neuen anfangen auszubilden. Danke. Fritz, ist das bei dir in Baden-Württemberg mit deinem Betrieb auch ein Thema Work-Life-Balance? Ja, ich denke, die Balance muss jeder in seinem Leben finden. Ich finde die Frage von Marc sehr gut beantwortet. Ich möchte vielleicht noch so ein bisschen den Schritt auf mich selber machen. Und meiner Frau gesagt hat, ich darf was zu dieser Frage sagen, hat sie gesagt, da hast du ja einen sehr richtigen gefunden. Ich versuche es ein bisschen anders. Das kann ich natürlich nur als Betriebsleiter so machen. Ich versuche eigentlich bei der Arbeit meinen Ausgleich zu haben. Und wenn ich trenne das in meinem Leben nicht so wirklich. Mag vielleicht manchmal auch ein Nachteil sein, aber wenn ich Sonntagmorgen zu meinem Stall stehe, gucke da über das Stück an der Talkessel, hinter schon wieder die Berge, nicht so schön wie beim Toni, da braucht man natürlich auch keine Balance, weil da hat man sie. Aber ich gucke da drüber, stehe im Stall, bin zufrieden, ich bin glücklich, da brauche ich nicht die Freizeit dazu, da versuche ich es im Beruf zu machen und für mich ist Beruf Berufung und dann klappt es auch. Aber das ist, wie er gesagt hat, das muss jeder für sich und in der Familie beantworten. Ich für mich habe da einen Frieden gefunden. Ja. Danke. Das ist absolut richtig. Was meine Ergänzung ist, als Chef und Arbeitgeber sieht man das Thema Work-Life-Balance halt allerdings immer anders wie als Mitarbeiter und Arbeitnehmer. Vielleicht kannst du, Christoph Daumer, eine Ausführung dazu ergänzen. Du hast jetzt einen Faktor angesprochen. Es ist gut, dass meine Frau heute nicht da ist.
Work-Life-Balance gibt meine Frau vor. Und wie soll ich sagen, in der Landwirtschaftsschule, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt und den prangere ich auch immer an, in der Landwirtschaftsschule habe ich gelernt, Milch, Milch, Milch. Milch, Milch, Milch. Da hat uns tatsächlich getrimmt auf Produktion. Wir haben jetzt gerade vorher über Wachstum gesprochen. Wenn man baut, will wachsen, wachsen, wachsen. Moment mal, wir brauchen Geld zum Leben. Wenn der Spitzensteuersatz erreicht ist, was will ich zu mir sagen, jetzt mal im Betrieben. Aber einfach, wenn das Geld für die Familie reicht, dann musst du dasselbe lernen und hoffen, dass eine Frau dir vorgibt, dann ist Feierabend. Bei uns ist es zum Beispiel so, ganz eine klare Regel, wir haben uns über die Jahre aufgestockt, jetzt sind wir bei 80 Milchkühen. Kalb deine Jungkuh und wir haben 81. Zuchtviehmarkt oder Schlachtvieh-EG anrufen. Ganz klar, die 80 Kühe. Und so schaffen wir es. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist auch eine sehr interessante Frage und die entsprechende Antwort dazu. Mit der letzten Frage wollen wir jetzt natürlich auch diesen Bogen wieder zur Firma Christen etwas spannen und haben uns die Frage gestellt, inwiefern unterstützt sowohl die Planung als auch die Produkte der Firma Christen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit? Da beginnen wir jetzt auch mal mit diesem Thomas Wittingen, der eine Antwort auf diese Frage uns gibt. Ja, das will ich gerne machen. Ich kann vorab sagen, obwohl ich gar keine Provision bekomme, ich glaube, ich mache noch viel Werbung für die Produkte der Firma Christen. Ich kann es kurz beschreiben. Wir hatten vor 6 Jahren auch einen neuen Kuhstall gebaut. Das hatte ich zunächst hier an ein bekanntes Architekturbüro abgegeben und wir hatten auch einen Stallplan entworfen. Der Ralf Schreiöck kam, weil er die Einrichtung natürlich liefern sollte, hat den Plan angesehen, hat mich schnell darauf hingewiesen, dass dort einige Mängel wären, sprich Futtertisch zu schmal, Liegeboxen nicht tief genug. Und ich muss heute sagen, da bin ich sehr dankbar, dass wir das dann noch geändert haben. Damit wollte ich sagen, die Planung ist sicher für euch auch sehr empfehlenswert. Die Stalleinrichtung, die haben wir schon auch im alten Kuhstall gehabt. Das heißt, ich habe schon 16 Jahre lang alles von der Firma Christen Fressgitter und Liegeboxen. Und ich kann heute nur sagen, diese BK-Box, das ist, denke ich mal, das beste Fabrikat, was es für eine Kuh gibt. Es ist die Lebensversicherung für übergroße Kühe. Und wir selber, wir haben keine Kuh, die nicht boxenlaufstallfähig sind. Und ich habe Kühe, die sind 1,70 Meter groß, teilweise. Ja, aber die können in dieser Box problemlos aufstehen. Und ich glaube, es gibt kein anderes Fabrikat, was das so gut kann. Das Fressgitter ist halt total geräuschlos und das ist wiederum für euch schlecht. Die alten anderen Einrichtungen, Tore, die sind so massiv, ich glaube, die gehen nie kaputt. Alles klar. Danke. Volker, wie nutzt dir und deinem Betrieb die Produkte und die Planung der Firma Christen? Ja, wir haben 2004, 2005 angefangen mit der Planung, die Remüfjahre umzubauen. Da waren wir auch auf der Suche nach verschiedenen Büros. Ich habe die neue Bauentwicklung aus Norddeutschland, war dabei mit dem Boot und bin durch Zufall auf die Firma Christen gestoßen. Ich weiß noch nicht mal genau hundertprozentig, wie das war. Und der Ralf ist dann auch zu uns gekommen und hat sich die Stallanlagen, das war ein alter L203, also 100 Meter lang, 21 Meter breit, angeschaut und hat mit überlegt, was wir da machen können. Und haben das dann zusammen entwickelt und mit der NBS dann das umgesetzt. Der erste Stall ist 2006 fertig geworden und in diesem Jahr bauen wir den 5. Stall neu. Also vor 3 Jahren ist einer neu gebaut worden, die alten sind rekonstruiert worden. Jetzt bauen wir wieder einen Stall neu, einen Abkalberstall und dort haben wir auch, der Ralf und wir, viel Geistschmalz hineingeworfen, um das Gebäude so auszurüsten, dass A, das Tierwohl funktioniert, dass die Tiergesundheit funktioniert, dass die Menschen einfache Wege haben und dass wir dort auch gut arbeiten können. Und die nächsten Pläne sind auch schon fertig. Im nächsten Jahr wird wieder noch ein Stall gebaut, und zwar ein Kälberstall und dann noch ein Jungviehstall. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder vorne anfangen müssen und müssen die anderen Stelle wegreißen und neu bauen. Also es geht immer zu in den Großbetrieben, es wird nicht weniger. Und ich muss sagen, die Qualität ist sehr gut, die BK-Boxen, die haben Hochboxen gehabt mit Gummimatten, das haben wir alles raus, die BK-Box eingebaut wurden, die Kühe hatten keine
Er sucht an der Haut mehr, keine Platz, nichts mehr. Die Kühe sind sauberer geworden, im Weltstand, was für die Mitarbeiter ganz entscheidend war. Die Kühe haben sich besser ablegen können. Es ist einfach ruhiger im Stall geworden, durch die Hilfe von der Firma Kuss. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Ralf, das ist ja runter wie Öl, gell? Wir haben noch nichts bezahlt für diese Antwort. Vielleicht möchtest du auch noch was dazu sagen? Ja, also die Firma Christen und Ralf Scheuer kann uns quasi 2006 aus dem Anbindestall heraus vor Volkswagen zur großen Aufgabe einen einfachen, sehr funktionellen und auch für unsere Kühe sehr guten Stall geplant und auch gebaut. Für mich ist es immer so, wenn meine Kühe im Laufstallbereich auf der BH-Box leben, das ist für mich die Basis und da fühlen sie sich wohl. Wenn sie da sind, wenn man sie da hinkriegt, dann passt es, dann läuft es rund. Und ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt und dieser Weg war für uns Herausforderung, aber wir haben gemeistert miteinander. Alles klar, danke. Zu dieser Frage, vielleicht auf der Seite, wer möchte noch eine Antwort geben? Naja, also Ralf und ich haben mindestens 2 Jahre geplant und dann 4 Jahre gebaut und vieles gemeinsam entwickelt und immer von der Kuh aus gedacht. Und am Anfang hatten wir noch nicht mal ein Büro, haben wir draußen geplant. Und irgendwann standen wir draußen bei minus 15 im Ostwind und haben gemessen. Und da ist aber ein wunderschönes Haus rausgekommen, wo die Kühe sich wohlfühlen. Und insoweit unterstützt die Planung von Firma Christen uns täglich. Und dafür herzlichen Dank. Dankeschön, Toni. Ja. Unsere Geschichte war jene, wir hatten 1983 einen neuen Kuhstall gebaut. Und den haben wir, ich von meinem Schwager die Adresse von Christen bekommen. Und Wilhelm Christen hat unseren Stall dann letztendlich eingerichtet. Und dann sind wir jetzt 2012, also nach alten Jahren, neu gebaut haben. Da haben wir das folgendermaßen gemacht. Wir haben unsere 22 Kurzstände mit Halsrahmen wieder verkauft, ja. Top-Qualität, war nichts angerostet nach 29 Jahren. Und darum haben wir uns wieder entschieden. Und natürlich, die BK-Box, die ist einfach sensationell für die Tiergesundheit. Wir haben unseren Stall mit 30 Kühen bezogen und 27 Kühe sind in der ersten Nacht schon in der Box gelegen. Das, glaube ich, braucht keine weitere Beschreibung. Eins muss ich auch noch sagen, ich war in der Landwirtschaftsschule in Bruck, das ist ganz in der Nähe von Zell am See, im Bundesland Salzburg. Und dort hat man eine Kuhstall gebaut mit 5 verschiedenen Systemen. Und als ich dort mal hinkam, durch Zufall, da waren gerade mal 6 oder 8 junge Tiere, also junge Kühe im Stall, die anderen kamen den nächsten Tag von der Alp. Und dann wundere ich mich, dass alle Kühe in den PK-Boxen liegen. Und dann habe ich mal geschaut, ob die da eingesperrt sind. Nein, nein, der ganze Stall war frei und offen. Und alle Kühe lagen in der PK-Box. Also man muss nur ein bisschen auf die Kühe schauen, dann weiß man, welche PK-Box man einbauen muss. Danke, super. Christoph, eine kurze Antwort. Ich sage schon auch noch was. Eigentlich muss ich eine kleine Anekdote erzählen, weil ein bisschen Spaß muss sein. Ich habe meinen Stall geplant, oder wir, meine Frau und ich, das war 2005, da haben wir dann letztendlich gebaut. Und da war gerade die Zeit, Melkroboter kommt. Was machen wir? Wir kaufen einen gebrauchten Melkstand. Haben wir gefunden, gebrauchter Melkstand, allerdings war das Gerüst schlecht. Und dann habe ich mal gesehen, in der Werbung, die Welle, die Melkstand. Ich will von Hintermeike und die Welle will ich haben. Beim Christen angerufen, Reitle Franz fährt zufällig dann vorbei, bringt mir das Angebot, ich habe den Rest vom Stall. Nee, ich bin im Maschinenring, habe schon viele Ställe gebaut, immer mit derselben Firma und die wird das machen. Das kann nicht sein. Letztendlich habe ich irgendwann die Aussage gemacht, nein, ich baue nicht mit Christen. Und dann war der Franz Reitle derart penetrant, nein, der lass mich mir dieses Angebot abgeben. Und Gott sei Dank habe ich nachgegeben und bin einmal nicht in den Stall gegangen und habe tatsächlich mit dem Vertreter unterhalten. Und letztendlich bin ich so glücklich, es gibt für mich nichts Schönes. Und das ist Unterstützung, und zwar im Nachhinein.
geplant haben wir immer super, das passt immer. Aber im Nachhinein, wenn du zufrieden bist und aus dem Stall rausgehst, dann hast du dein Leben gewonnen. Sonntagvormittag noch schnell zu den Kühen schauen, du läufst in den Stall rein, Totenstille, weil es klappert nichts. Fressgitter, Futura, ich mache jetzt wirklich Werbung, krieg ich was? Das war's, danke. Alles klar. So, liebe Zuhörer, zum einen sage ich jetzt erst einmal ganz herzliches Danke an Sie, weil wir haben jetzt festgestellt, dass wirklich ziemlich Ruhe herrschte und wir unsere Ausführungen machen konnten. Und dafür bedanken wir acht uns erst einmal bei Ihnen. Jetzt wäre die Möglichkeit und die Zeit, wenn Sie Fragen stellen, Anregungen haben, Wünsche, Sie müssen sich nur melden, dann lauft jemand rum, gibt Ihnen ein Mikrofon und es sind hier Koryphäen auf der Bühne, die können sicherlich zu jeder Frage was zum Thema Tiergesundheit, Tierwohl und Wirtschaftlichkeit in diesem Sinne eine Antwort geben. Gibt es jemanden, der gerne was sagen möchte? Das war mir fast klar. Da hinten melden sich welche, aber die schreien der Bedienung. Dann wird es wohl eher weniger sein. Ich glaube auch, die Zeit ist vorangeschritten. Ich finde, dass wir jetzt eine sehr interessante, lebhafte Diskussion geführt haben. Jedem ging es jetzt um das Tierwohl, um die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit. Und das Motto war ja auch, wie kann man das alles drei in Einklang bringen. Ich glaube, die hier Anwesenden haben gezeigt, wie man sozusagen der Milchwirtschaft hier Zukunft geben kann und dass es eine Zukunft dementsprechend auch gibt. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken für die Ausführungen. Wir waren ja kurz nur vorbereitet, aber wir haben das alle gut gemeistert. Und ganz zum Abschluss möchte ich der Ingrid Christen und dem Ralf Christen möchte ich euch beglückwünschen für das, dass ihr so tolle Kunden und Projektpartner habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.